Ja, moin und herzlich willkommen zu Tage Priority, dem ziemlich kompetitiven 40k Podcast. Ich bin Benjamin, ich bin heute alleine, Sebastian ist auf dem Weg in Urlaub, aber wir wollen euch trotzdem ein bisschen Content liefern, da ja die letzte Folge quasi auch schon ausgefallen ist, da ich im Urlaub war. Also frisch erholt, ja wahrscheinlich nur halb so lustig, dafür doppelt so lange, haben wir ein paar Sachen auf dem Zettel für euch oder ich habe sie. Und zwar gucken wir natürlich wie immer einmal auf die vergangenen Turniere der letzten jetzt so 3,5 Wochen. Gucken nach vorne, was an kommenden Turnieren kommt. Dann greife ich die Diskussion um die TTM-Wertungsmatrix noch einmal wieder auf, die wir ja letztes Mal aufgemacht haben. Da ist ja auch noch was passiert in der Zwischenzeit. Und zuletzt geht es dann auch noch darum, das neue GW-Release Vigilus Ablaze einmal ein bisschen anzugucken. Ich werde da nicht in allzu tiefen Details reingehen, aber mal schauen, was sich da so getan hat. Das ist im Prinzip das Programm für heute. Was bleibt mir außerdem? Muss ich diesmal den Werbeblock machen. Also, ja, ihr findet uns und das Neueste vom Podcast und allem drum und dran natürlich wie immer auf Facebook, Target Priority 40k. Da hat sich jetzt auch ein neues Format eingeschlichen. Das macht der Sebastian jetzt die Siegerehrungen, die Shoutouts am Montag. Das heißt Turnierergebnisse, Turniersieger einmal Montag, so dass jeder seine 5 Minutes auf Nerd Fame bekommt. Dazu parallel gleich mal der Aufruf an die Turnier-Orgas, uns gerne irgendwie ein Foto von der Endtabelle einfach irgendwie per Mail schicken oder auf irgendwelchen anderen Kanälen, dann können wir die auch direkt raushauen, weil oft ist ja das Turnierergebnis vielleicht erst im Laufe der Woche sonst auf T3 drin. Müssen wir mal gucken, ob das mit montags aufgeht. Schön wäre es natürlich. Dann haben wir natürlich jetzt YouTube, das wird auch immer besser angenommen. Wir versuchen auch immer mehr Stream bzw. Spiele aufzunehmen. Stream ist immer technisch so eine noch ein bisschen heikler. Wir arbeiten uns eh erstmal da rein, dass es halbwegs qualitativ erträglich ist. Das heißt, den Ton irgendwie auch halbwegs zu gewährleisten in einer sehr lauten Umgebung beim Clubabend. Ja, da müssen wir noch ein bisschen rumtüfteln. Ich denke aber, das wird immer besser werden. Ansonsten gibt's schöne Fotos von mehr oder weniger schönen Dingen und Menschen auf Instagram mit Kommentaren. Da gibt's das auch zu finden unter Target Priority 40k. Und zu guter Letzt natürlich das Geld eintreiben, Patreon, auch da Target Priority 40k suchen, gerne ein paar Euros da lassen, damit wir mehr tolles Equipment dran schaffen können, Reisekosten und so weiter. Das wäre cool, da würden wir Danke sagen. In diesem Sinne geht's dann in die Themen. Also, Turnierrückblick. Was ist passiert? Wir hatten eine ganze Menge Turniere sogar. Das erste ist das Worms Hammer am 16.03. in Worms. Da gab es 24 Plätze, glaube ich. 16 haben teilgenommen. TTM 2000 Punkte. Und da ist Dritter geworden der Christian Dittrich, Necrit, mit einer Elderliste oder einer Eldersuppe. Zwei Crimson Hunter, ein Hemlock. Ein Doomseer, dann drei Ravager, ein Razorwing, ein Void Raven und ganz, ganz viele Venoms. Finde ich ein interessantes Konzept. Also einerseits so mit den fünf Fliegern natürlich hat sich ja schon bewährt, dass es ganz gut ist. Nicht nur vom Output her, auch von ja einfach eine seltsame Feldüberlegenheit dadurch, dass man ganz viel Move blocken kann und schwer zu chargen ist. Dann drei Ravager sind auch einfach ein wichtiges und gutes Element. Zusammen mit einem Doomseer schlagen die gleich doppelt so gut ein. Und dann die Venoms, da hatte ich mit Janik auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass eigentlich viele Venoms auch ganz schön geil sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele der jetzt in der Liste hat. Ich glaube auch so fünf. Dazu natürlich die Kabaliten noch. Und das dann jetzt zusammen mit den Fliegern, ich glaube, das ist ein ziemlich interessantes Konzept. Einfach weil das dann doch erstaunlich stabil ist, ziemlich schnell und mobil. Und dann hat man halt die Obsec-Typen noch, die wieder aus den Venoms, die man erstmal kaputt schießen muss, noch rausfallen und dann gerade in diesen TTM-Missionen gerne am Ende der Battle Round noch auf den Markern sitzen. Also gefällt mir gut die Liste. Zweiter ist geworden der E-Haube mit einer Deathwatch-Liste.
Und da fand ich interessant, dass es eigentlich jetzt gar nicht so diese Deathwatch-Kill-Teams sind mit den gemischten Einheiten, mit irgendwie Termis und Bikern und so drin, sondern irgendwie ein paar Intercessor-Trupps, einfach wie sie sind. Und dann die Seele der Liste sind quasi 3x10 Terminatoren. Einfach mit Sturmboltern aus der Hölle. Denen kommt die neue Bolter-Regel natürlich zu Pass. Also auf 24 Zoll machen die immer jeder 4 Schuss. Also 10 Termis, 40 Schuss, 3x10 Termis, 120 Schuss. Das dann mit der Deathwatch-Munition. Gefällt mir auch gut die Idee. Also andererseits hat es natürlich auch irgendwie einen Grund, dass Termis lange nicht gespielt wurden. Ich glaube, der Grund war nicht, dass die 2 Schuss zu wenig jeder abgegeben haben, sondern dass die halt einfach auch sterben. Also deren Problem sind halt auch weiterhin so die Avenger Gatling Cannon oder Riptides, die mit minus 2 und 2 Schaden einfach Termis direkt rausnehmen. Aber ich meine, der ist Zweiter geworden auf dem Turnier damit. War nicht ganz unerfolgreich. Hatte dazu noch ein AdMech-Bataillon und ein Katachan-Bataillon. Ich denke mal für die CP, die dann die Deathwatch natürlich auch braucht. Ja, interessantes Konzept. Würde mich interessieren, ob er die immer gedroppt hat. Wahrscheinlich schon, macht ja Sinn. Und das sind dann halt irgendwie ja, 350 Punkte oder so pro Trupp, die dann alle reindroppen. Das müsste ja sogar irgendwie aufgehen von den Punkten her. Ja, interessant. Und gewonnen hat der Daniel Nau, der Erzfeind, mit einer Ork-Liste. Haben lange keine Orks ganz oben gesehen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal Orks als Turniersieger hatten hier in Deutschland. Das ist schön, finde ich gut. Der hat gespielt 25 Looters. Dann wie 57 Grots oder so, 80 Boys und 13 Smasher Guns plus noch ein paar Charaktere und so ein Biker Warboss. Drei verschiedene, wie heißt das, Clan-Kulturen. Also Looters natürlich Bad Moons, die Boys sind Evil Suns, ein bisschen schneller und die Smasher Guns sind Snake Bites. Ich glaube, die haben nochmal Einsen rerollen beim Schießen, Wunden und so weiter, dass die immer einen Würfel wiederholen können oder so. Ja, sehr cool. Ist also eigentlich, ja, ich will nicht sagen Standard-Ork-Liste, weil die 13 Smasher-Guns natürlich schon in Kombination mit den Looters doch noch ein bisschen was Besonderes sind. Das hat eine ganze Menge Output und wahrscheinlich braucht man die Boys fast gar nicht, um nach vorne zu rennen, sondern einfach nur, um einen dicken Schild zu bilden. Ja. Ich vermute mal, die Liste ist nicht so oft in Agents of Vect gelaufen, weil das ja, sorgt natürlich dafür, dass die Looters ganz schnell weg sind. Andererseits hat die dann mit den 13 Smasher Guns halt immer noch Output. Also ist nicht ganz schlecht. Gefällt mir gut. Glückwunsch an Daniel. Hat das Worms Hammer gewonnen. So, dann am selben Wochenende, 13., 16.3., fand das erste richtig offizielle, nach ITC-Regeln stattfindende ITC-Turnier in Deutschland statt, in Dortmund. Da waren 24 Teilnehmer. Da muss man ja immer unterscheiden. ITC kann man jedes Turnier erstmal anmelden und ITC-Punkte sammeln, aber das hier ist jetzt nach den ITC Champions Mission quasi. Ja, 1750 Punkte ist das Ganze. Und ja, da haben wir jetzt irgendwie noch gar kein Gefühl fürs Meta. Andererseits kann man natürlich also ein bisschen in die Staaten gucken, die wiederum aber ja oft mit eher 2000 Punkten spielen. Naja, Dritter ist da geworden Tobias Hinz, Andrion, mit einer Tau-Liste. Und die hat einen Vorkhan, Riptide und Yavara und Drohnen. Dann Satsea, Coldstar Commander und Marksman. Und ein Tau-Sept, Commander, Feuerkrieger und Hazard-Teams. Kann ich nicht viel anfangen mit der Liste. Ich vergesse immer, was alle anderen Tau-Septen außer der Tau-Sept machen. Ich glaube, Borkan hat mehr Reichweite. Bin mir aber nicht sicher. Yavara hat man hier, glaube ich, auch irgendwie noch nicht so oft gesehen. Ich glaube, der hat irgendwie einen bösen Flamer oder so. Und ansonsten, ja, finde ich, also kann ich schwer einschätzen, die Tau-Liste. Zweiter ist geworden der Björn Stürmer, der Dudurus Merck-Ruhlerich, mit einem Crusader und einer Imprigarde. Imprigarde relativ Standard mit der Besonderheit, dass da drei Astropaten drin waren. Also das finde ich viel. Man braucht ja auf jeden Fall für Night Shroud und Psychic Barrier und dann weiß ich nicht, wofür man einen dritten braucht, vielleicht als Backup. Und dann halt ein bisschen Artillerie dabei.
also eine ganz solide Imp-Suppe. Und gewonnen hat Benjamin Oberbösch, Ben for Free, mit einer Drukhari-Liste, die ich aber irgendwie online nicht gefunden habe. Die haben das Ganze übrigens mit Best Coast Pairings abgewickelt. Deswegen sind, glaube ich, auch nicht alle Listen bei GW Fanworld. Da müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie auch Einblick bekommen und immer Zugriff auf alle Listen haben. War aber auch ein Experiment. Wir haben mal mit den Jungs schnacken, wie das funktioniert hat. Bisher in Deutschland ja eher geläufig, wenn man es mit App macht, mit Tourneykeeper. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, Glückwunsch an alle drei, vor allem an den Benjamin für den Sieg vom ersten ITC-Turnier in Deutschland. Dann, Verzeihung, gab es ein kleines sportliches Turnier in Regensburg. Am 23.03. Battle Patrol Ratisbona, und wie der Name schon sagt, geht es irgendwie darum, mit einem kleinen Patrol Detachment zu spielen. Das nehmen wir deswegen auf, weil es einfach mit 46 Teilnehmern unglaublich gut besucht ist. Das Ganze läuft so, dass man ein Patrol Detachment stellt mit 850 Punkten. Das heißt, es geht irgendwie kaum um Command Points, sondern irgendwie um eine kleine kompakte Liste, die man relativ nach Grundregeln im Prinzip ja dann spielen. Also Strategien tun ja immer irgendwie noch was dazu und eröffnen Kombos, und da geht es wahrscheinlich eher darum, so ein bisschen die grundlegenden Mechaniken gut spielen zu können. Wie groß jetzt die kompetitive Vergleichbarkeit ist, sei mal dahingestellt. Ich finde es aber, ist ja trotzdem eine schöne Sache, in 46 Leute Turnier zu gewinnen. Deswegen soll hier auch der Fame rausgehen. Dritter ist geworden Martin Mühlbauer, aka Rox, mit einer Imp-Liste. Zweiter der Fritz mit Tyranniden, und gewonnen hat der Christoph Bacher, der Medjugorje. Ich versuche, glaube ich, in Zukunft nicht mehr das auszusprechen, der lacht uns immer aus. Mit einer Drukhari-Liste und hat uns auch kurz geschrieben, irgendwie dreimal davon gegen Tyranniden gespielt und uns ganz Glück gehabt, auch den Fritz in einem vorgezogenen Finale besiegt. Ja, insofern da Glückwunsch an alle drei. So, dann haben wir jetzt noch ein paar kleinere Dinge. 23.03. Saint-Louis. Die Jungs, die jetzt mittlerweile auch richtig angezogen haben, fast jeden Monat irgendwie ein Turnier raushauen. Diesmal Asbellica 1250 mit nur 10 Teilnehmern. Deswegen jetzt hier einfach mal nur den Gewinner, den Andreas Freis, den Gaunt-Hörder. Ich glaube, das ist auch von der Orga da. Glückwunsch dazu. Am selben Wochenende, 23.03. in Mayen, 13 Teilnehmer, Asbellica 1250, das hat gewonnen der Philipp Bohr, Sanguinus 87 mit, wie es der Name schon fast sagt, mit einer Blood Angel Liste. Ich habe da die Listen auch jeweils nicht auswendig machen können. Ist halt so. Dann wieder ein bisschen größer, 30.03. Day of Thunder, Gütersloh, 18 Teilnehmer, auch Asbellica 1250. Das ist schon irgendwie ein Format, das muss man mal eben einwerfen. Das wird schon echt viel gespielt. Das finde ich ganz witzig. Wenn man mal eine kurze Auswertung machen würde, welches Turnierformat rein mengenmäßig am häufigsten vorkommt, dann ist es wahrscheinlich Asbellica 1250. Interessant. Ja, da Day of Thunder Gütersloh. Dritter ist geworden Adrian Wilruth, Ramses der Zweite, mit einer Alaytok-Liste, zwei Farseer, Ranger, Dark Reaper und Crimson Hunter und einer Wave Serpent. Das ist auf jeden Fall solide. Ich finde, ist ja schon mal gut, dass es nicht Inari ist auf dem Punktelevel. Doppelschießende Dark Reaper wären da wirklich noch garstiger, aber Dark Reaper in der Wave Serpent finde ich auf 1250 Punkte irgendwie hat eine richtige Boardpräsenz, so. Gute Sache. Zweiter ist geworden der Pittsburgh, der Dominik, mit einer Genestealer-Kultliste. Da habe ich genauer hingeguckt. Primus Magus Patriarch. Dann drei große Akolytentrupps. Ein paar mit Handflamer, ein paar mit schweren Waffen. Dann einen großen Trupp Aberrants. Und dann diese neuen Charaktere in Killamorph. Das ist der Geinslinger. Dann der Sanctus, das ist der Sniper, der nochmal Perils auf Psykern verursacht, wenn er wundet. Und der Klammerwuss, das ist der Lautsprechermensch, der plus eins auf Charge gibt. Und plus eins auf Leadership. Und das, muss ich mal auch sagen, auf Asbellica 1250
ist natürlich eine klasse Sache, auf dem Patriarchen jetzt hier Mental Onslaught zu haben. Dann hat er den Primus mit dem Grundregelbuch Warlord Trait Inspiring Leader, gibt plus 1 auf Leadership in 6 Zoll. Dann hat er den Klammerwuss, der gibt plus 1 auf Leadership in 6 Zoll. Und ja, da müsste man jetzt mal eben kurz gucken, ob der dann auch noch auf dem nee, den Warlord Trait von dem Vigilus könnte man, oder das Relikt aus Vigilus könnte man noch mitnehmen, da gibt es nochmal einen Leadership-Bonus, aber ich glaube, er kriegt den Patriarchen nur auf 12er Leadership mit dem Mental Onslaught. Das heißt aber auch, dass Dinge mit Leadership 7 oder 8 ganz schön kaputt gehen. Also, das ist ja der Psi-Spruch, wo man die Leadership vergleicht und dann Roll-Off macht und ja, er muss halt immer einen höher kommen, aber dadurch, dass die Differenz so hoch ist, also teilweise 4, 5, ja, sind das teilweise Autokills. Also das ist, glaube ich, auf 12,50 auch eine richtig garstige Sache, weil die eine böse Einheit kann man damit erstmal rausnehmen. Sehr cool. Übrigens auch die beste Verteidigung gegen Flieger, die der Genestealer-Kult hat. Ja. Coole Liste, gefällt mir. Gewonnen hat aber jemand anders, nämlich der Mike Bornefeld, David of Doncaster. Mit Imps. Und die Liste haben wir auch in Ars Belica 1250 schon öfter ganz oben gesehen. Oder eine Art dieser Liste mit Pask und Tank Commander und einem Leman Russ, also dreimal die T8-Geschichte mit ganz viel Output. Dann hat er Infantry Squads dazu und einen Plasma Drop und zwei Chimären und eine Wyvern. Das Ganze dann als Emperor's Fist, glaube ich, auch noch, dass man die Relikt Battle Cannon dabei hat. Das gefällt mir richtig gut. Hat sich bewährt auf dem Punkteniveau. Also das ist eine richtig starke Liste und im Prinzip scheint das für mich auch so die Meta-Liste in Ars Belica 1250 zu sein. Also die muss man besiegen können, wenn man ein Turnier gewinnen will in dem Format. Und das letzte Turnier ist in Ulm gewesen, auch am 30.03. 18 Teilnehmer nach TTM 2000 Punkte. Ich bin der Meinung, die Listen standen mal online und als ich jetzt danach gesucht habe, habe ich sie aber nicht wiedergefunden. Schade. Deswegen muss ich jetzt bei den Armeeangaben danach gehen, was im T3 steht. Da ist Dritter geworden der Paul Hübner, Desert Evil, mit laut T3 Necrons. Wäre jetzt ja auch keine Überraschung mehr. Haben wir jetzt übrigens auch sehr zu empfehlen, der Podcast, den Fred gemacht hat auf der TTM-Seite. Da hat er ja auch den Gewinner aus Bloomberg interviewt, der Michael, glaube ich, der mit Necrons das TTM-Turnier gewonnen hat. Fand ich sehr erfrischend, den auch drüber reden zu hören, wie locker der da rangeht und sagt, so, das Meta analysiere ich und dann spiele ich einfach eine Necron-Liste und dann ist Tau irgendwie kein Problem mehr. Und so, war ich richtig gut. Ja, aber ich weiß nicht, ob es hier wirklich der Fall war. Zweiter ist dann geworden der Philipp Gastel, Wilson, laut T3 mit Inquisition, das ist natürlich witzig, aber ich vermute mal, dass er Tau gespielt hat. Und gewonnen hat Tobias Mangold, Azrael, mit Imps. Vermutlich. Ja, Glückwunsch auch da an alle drei oder überhaupt an alle, die in den vergangenen Wochen Turniere gut platziert haben. Sehr schön. Dann habe ich mir gedacht, es lohnt sich auch einmal kurz in die Rankings zu gucken. Wir haben jetzt ja ungefähr ein Viertel des Jahres um. Dann kann man ja mal so einen Zwischenstand hier machen. Einerseits natürlich Ars Belica und ITC und andererseits TTM. Ich fange mal mit TTM an. Da stehen auf den Top 3 von unten jetzt der Michael Scheff, Michael Wiesheu aus Bloomberg mit 112,2 Punkten. Zweiter ist E-Haube mit 116,4 Punkten, das ist also knapp. Und erster ist da aktuell der Bell nach dem Sieg beim Prag Open mit 136 Punkten. Tatsächlich nach dem dritten ist nochmal ein größerer Drop. Ich glaube, dann geht es auf 80 und dann auf 60 Punkte. Also da ist, was die Platzierung für die Finalplätze angeht, auf jeden Fall noch eine ganze Menge drin. Ich denke mal, der Baltic Cup wird das auch ganz schön durcheinander würfeln. Ja, dann haben wir die Ars Belica Rankings. Da ist bei 12,50 aktuell, da habe ich nur die Nicknames tatsächlich, The Chosen, der dritte,
mit, was sind das, 13 Punkten. Der zweite ist der Immotech Sturmherr mit 13,58 Punkten. Und erster auf 12,50 ist aktuell der Martin aus Gelsenkirchen mit 17,31 Punkten. Glückwunsch da oder, weiß nicht, gut gemacht bis dahin oder so. 17,50 Punkte ist dritter der Scorpat, den hatten wir jetzt auch schon öfter genannt, mit 6,93 Punkten. Zweiter ist der Pittsburgh, der Dominik, mit 8,49 Punkten. Und erster ist ein anonymer Spieler mit 12 Punkten. Und dann, ja gut, das erste ITC-Turnier ist jetzt gelaufen. Das heißt, da sind die ersten drei, so wie die ersten drei eben auch bei dem Turnier. Also der André und der Duderus McGrolerich und erster der Ben for Free. Genau so ist es ja halt. Jetzt nach einem Turnier kann es ja nicht anders aussehen. Das war der Rückblick. Alle kriegen ihren Fame. Wir haben ein bisschen gesehen, welche Listen aktuell gut einschlagen. Ja, insgesamt, ich würde es schön finden, wenn wir noch mehr Listen finden würden. Egal, ob das jetzt über so Tourney Keeper oder Best Coast Pairings ist. Ich glaube, dann braucht man da auch einen Account oder so. Oder halt auf GW Fanworld. Und wenn ihr sie da drin habt, gerne nicht gleich wegnehmen und löschen. Interessiert ja doch irgendwie viele Leute, was man gespielt hat, was gewonnen hat. Dass man da auch die eigene Meta-Analyse noch ein bisschen vorantreiben kann. Ja, in diesem Sinne. Ja, damit kommen wir dann auch zum Ausblick zu den kommenden Turnieren. Da haben wir am 13.04. ein TTM-Turnier in Marktl. Ich vermute vom Namen her, dass es in Süddeutschland liegt. 16 Teilnehmer. Ja, TTM, ich glaube 2000 Punkte. Dann auch am 13.04. in Dillenburg beim Ronny. Das auch 40k-Turnier jetzt, ich glaube 25. Komisch, eine krumme Zahl da anzugeben. Vielleicht auch 24 oder 26 Teilnehmer für das 40k-Turnier. Bisher noch sehr wenig Anmeldungen. Vielleicht kommt da ja noch was. Wir wollten ja eigentlich auch hinfahren, schaffen es aber leider nicht. Sebastian ist in Urlaub. Ich habe auch noch Dinge zu tun. Die haben das Format geändert von 7 Spielen mit 1000 Punkten jetzt auf 5 Spiele mit 2000 Punkten. Also auch ein eher geläufiges Format. Das relativ nah dran am TTM ist, mit Buchmissionen quasi. Das. Dann 20.04. in Langenfeld, ein Asbellica-Turnier 12,50 mit 24 Teilnehmern. Am 21.04. an Ostern, Ostersonntag ist das, glaube ich, beim BTV in Bremen. Die haben länger keine öffentlichen Turniere gemacht. Jetzt ein TTM-Turnier. Ich weiß nicht genau, wie die Diskussion ausgegangen ist, ob es jetzt 1500 oder 2000 Punkte werden. Auf jeden Fall sind da Plätze für 16 Teilnehmer. Wir freuen uns natürlich als Oldenburger, wenn in Bremen auch mehr Turnieraktivität wieder stattfindet. Das ist super. Gerne nicht an einem Feiertag in Zukunft. Ostern ist immer schwierig einzurichten. Dann haben wir am 27.04. in Ulm ein TTM. Mit 30 Plätzen, ich glaube, die haben damit auch nochmal echt aufgestockt und scheinen jetzt auch jeden Monat irgendwie was an den Start zu bringen. Sehr cool, aber leider auch wieder in Süddeutschland. Und dann haben wir am 4. Mai, Trommelwirbel, Baltic Cup. 160 Plätze, das muss man sich kurz vorstellen. Die Jungs haben aufgestockt. Von, ich glaube, ursprünglich mal 100 auf 120, auf 140, auf 160 Plätze. Also innerhalb von ein paar Wochen zu sagen, nee, wir stocken nochmal 40 Plätze auf alleine. Also wir schaffen nicht mal 40 Plätze, Turniere überhaupt zu organisieren. Das ist so viel Engagement. Ist einfach Wahnsinn, sich da nochmal so reinzuhängen, so viel Gelände zu bauen. Das ist ja auch, man braucht jetzt ja so viel Lossblocker, das heißt, irgendwie so viel Styropor zu schneiden, wahrscheinlich glühen da wirklich die Styropor-Schneidedrähte und die Trockenbürstpinsel glühen wahrscheinlich auch schon. Ich bin hin und weg, ich bin begeistert, der Hype ist real und schwappt auch nach Europa. Also neben den Dänen, die ja auch eigentlich immer auf dem Baltic Cup zu Gast sind, hat sich jetzt auch ein gewisser Herr Alex Harrison angemeldet, bekannt aus gewissen Wasserflaschen-Zwischenfällen.
Aber auf jeden Fall auch ein extrem guter Spieler, wird sicherlich oben mitspielen. Und auch sonst Baltic Cup. Also wer den gewinnt, ist auf jeden Fall berechtigterweise im TTM-Finale. Wer da Zweiter wird, ist, ich habe es nicht ausgerechnet, aber vermutlich punktemäßig auch im TTM-Finale, weil 160 Plätze, da kann man auch 10 kleine Turniere für spielen von den Punkten her. Auch wenn man Zweiter wird und ist dann auch verdient im TTM-Finale. Ja, Baltic Cup. Absolute Wahnsinn. Ich bin schwerst begeistert. Wir freuen uns wie blöde, sind Friteusen heiß und ja, jetzt geht es halt darum, Listen zu schreiben, Listen zu schrauben, zu testen, dass das wirklich alles stimmt. Die Jungs vom Baltic Cup haben sehr gut reagiert, wie ich finde, auf GWs zögerliches FAQ-Release. Zögerliche FAQ-Release-Politik. Die warten ja immer dann auf das aktuelle große Turnier, in diesem Fall die Adepticon, um dann noch Änderungen vorzunehmen. Das heißt, das März-FAQ kommt dann irgendwie Ende April oder späten April oder so raus. Und die Jungs von Baltic Cup haben halt gesagt, ja, eigentlich ist Deadline nächstes Wochenende für Listen und Regeln. Aber wir wollen schon irgendwie nach dem aktuellsten Regelwerk spielen. Das heißt, das FAQ oder die Regeldeadline schiebt sich mit dem FAQ mit. Und ich glaube, bis zu einer gewissen Grenze, aber erstmal, wenn es um eine Woche geht oder so, dann schiebt sich die Regeldeadline mit. Und wenn das FAQ kommt, dann ist das quasi die Regeldeadline und dann hat man noch ein paar Tage Zeit, ich glaube 2 Tage Zeit, um die Liste dann einzureichen. So, das ist natürlich eine Herausforderung für jeden, sich da. Ja, also einerseits irgendwie das Ohr in der gerüchteten Küche zu haben, kommen da jetzt irgendwie heftige Flyer-Nerfs oder kriegt der Kastellan die Nerf-Keule ab oder nicht. Das heißt, jetzt schon beim Listendesign mitzudenken, was könnte geändert werden. Aber letzten Endes kommt es dann doch irgendwie immer anders, als man denkt. Und mit einem FAQ muss man erstmal reagieren. Also es wird das Meta in jedem Fall irgendwie verändern. Und es ist halt die Frage, ist meine Liste dann trotzdem fit? Oder war die einfach auch darauf ausgelegt, irgendwie 6 oder 9 Flieger zu besiegen? Und 6 oder 9 Flieger sind jetzt aber kein Thema mehr. Und was macht das dann mit meiner Liste? Muss ich die ändern? Oder kann ich dann mehr rausholen, weil ich so viel Energie da reingesteckt habe, diesen einen Listentyp bedienen zu können? So, das dann innerhalb von 2 Tagen zu machen, ist natürlich ganz viel gedankliche Arbeit. Also erstmal zu verwursten, was für einen Einfluss die FAQ-Änderungen auf das lokale Meta haben. Und beim Baltic Cup kann man erstmal davon ausgehen, dass irgendwie jede Armee vertreten ist. Also es ist eh schon mal ein bunteres Meta, als man es jetzt in seiner regionalen Turnierlandschaft ja hat. Also da kommt ja doch irgendwie alles zusammen. Also das Meta ist sowieso größer und vielfältiger. Aber dann also zu analysieren, was hat es für Auswirkungen aufs Meta? Und was hat das für Auswirkungen auf meine Liste direkt? Also bin ich betroffen? Wollte ich 9 Flieger spielen und kann das einfach nicht mehr? Da muss ich mich umstellen. Aber auch wenn ich jetzt irgendwie eine Tyrannidenliste spiele und ich habe extra 3-mal Hiveguard mitgenommen, um irgendwie 3 Ritter bedienen zu können. Und jetzt darf man aber nicht mehr 3 Ritter spielen oder so, dann kann ich halt wieder mehr Genestealer spielen. Irgendwie sowas. Das heißt, das innerhalb von 2 Tagen Entscheidungen zu treffen, da kann man auch Fehler machen. Oder Dinge überschätzen oder unterschätzen. Das ist hochspannend, sicherlich nicht optimal, aber ich finde es immer noch sehr gut gelöst und sehr, sehr vernünftig gelöst, einfach zu sagen, wir wollen doch alle nicht nach einem veralteten Regelsystem spielen. Jeder will nach dem neuen FAQ spielen, wenn es draußen ist. Und deswegen finde ich eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Entscheidung von den Jungs aus Kiel und Hamburg, da so vorzugehen. Ich vermute mal, die WhatsApp-Chats und Facebook-Gruppen und so weiter werden heiß laufen, dann in diesen 2 Tagen so. Ich glaube, das ist auch das beste Instrument, das man dann eigentlich hat. Kommunikation, sich austauschen. Einfach nicht diese, ne, wie ich sagte, man kann Fehler machen dann in diesen Einschätzungen. Und die Wahrscheinlichkeit, große und schlimme Fehler zu machen, ist halt geringer, wenn man sich dann auch ein bisschen mit seinen Kollegen dazu austauscht, ein bisschen rumspielt, vielleicht auch wirklich einfach 10 neue Listen schreiben statt eine und die auch wirklich mal durchgehen, was passiert dann in denen mit denen im neuen Meta. Ja, aber wir wissen nicht, wie groß der Effekt sein wird vom FAQ. Gerüchte sagen nicht so riesig. Ja, das bleibt abzuwarten. In jedem Fall freuen wir uns auf den Baltic Cup. Ich finde es gut gelöst mit der FAQ-Regelung.
Jo, als nächstes wollten wir dann ja nochmal die Diskussion um die TTM-Wertungsmatrix wieder aufgreifen. Da hatten wir ja auch zum Mitdiskutieren aufgerufen. Und selbst ja hier im Podcast auch schon relativ kontrovers diskutiert. Da wird auch jetzt irgendwie keine Lösung für vorliegen oder so, aber ich wollte einfach nochmal kurz darauf eingehen, was wir auch so wahrgenommen haben jetzt an der Diskussion vorweggeschickt, aber vor allem sei das TTM Tiny Update, das die Jungs, ich weiß nicht, vor 2 Wochen oder so rausgebracht haben, mit einer ganz entscheidenden, also mit zwei ganz entscheidenden Änderungen, und eine bezieht sich auch auf die Matrix. Erstmal die andere, das ist nämlich eine Beta-Regel, dass ab jetzt mit festen 6 Battle Rounds gespielt wird. Das ist interessant. Das ist im Prinzip auch wie bei der ITC. Das nimmt eine ganze Menge Random raus. Gerade wenn es um Kalkulierbarkeit geht, ne? Also gerade wenn ich sagen will, okay, ich brauche diesen einen Punkt mehr. Dazu kommen wir aber gleich ja auch nochmal. Da wird sich auch was geändert haben. Aber gerade wenn es um das Gewinnen einer Teilmission geht, ist der Unterschied, ob jetzt noch eine 6. oder eine 7. Runde kommt, einfach so dermaßen entscheidend. Das ist jetzt mit einer festen 6. Runde deutlich kalkulierbarer geworden ist. Also wenn wir schon ein enges Delta an Siegpunktedifferenz haben, dann finde ich es sehr folgerichtig zu sagen, eine feste Rundenanzahl. Dann ist der Schmerz irgendwie, wenn es dann doch in die 7. Runde gegangen ist und dann doch noch der eine Punkt mehr oder weniger gemacht wurde, vielleicht nicht ganz so groß. Also die Kalkulierbarkeit daran gefällt mir sehr gut. Die andere Änderung ist ja vielleicht nicht weniger, ja, nicht unwichtiger. Die ist direkt auf die Wertungsmatrix bezogen. Und da ist jetzt Folgendes der Fall. Eine Teilmission gewinnt man nun nicht mehr mit einem Punkt Unterschied. Man gewinnt eine der Teilmissionen erst dann, wenn man 2 Punkte mehr hat als der Gegner. Oder wenn es eine Malstrommission ist, gewinnt man erst dann, wenn man 3 Punkte mehr als der Gegner hat. Wir gehen also. Achso, bei der Tertiärmission reicht es weiterhin, einen Punkt mehr zu haben. Bei der Primär- und bei der Sekundärmission muss mindestens 2 Punkte mehr, im Fall einer Malstrommission sogar 3 Punkte mehr erzielt werden, damit man die Teilmission gewinnt. Ansonsten gilt sie als unentschieden. Wenn wir also Contact Lost spielen und es steht 9 zu 11, dann ist das diese Teilmission unentschieden, weil nicht mehr als 3 Punkte Unterschied erzielt wurden. Ja, jetzt kann man sich fragen, wie man das findet. Also erstmal nüchterne Analyse, das ist ein deutlicher Schritt weg vom Sun-System, von Sieg, Unentschieden, Niederlage, meiner Meinung nach, weil es halt weggeht von diesem, das Wichtige ist, die Mission zu gewinnen. Jetzt geht es also wieder stärker in graduelles Gewinnen. Also das Wichtige ist, die Mission deutlich zu gewinnen, also 2 Punkte Unterschied zu machen. Ne? Es geht nicht mehr darum, hier so die Nasenlänge voraus zu sein, sondern die Entscheidung der TTM ist mit den 2 Punkten oder 3 Punkten. Es geht schon darum, eine Mission ist dann gewonnen, wenn sie deutlich gewonnen ist. Also es geht um die Größe des Sieges quasi. Ein kleiner Sieg, ein Punkt Unterschied ist quasi kein Sieg. Das ist so die Implikation oder die Philosophie, die dahinter steckt. Wenn Sebastian jetzt hier sitzen würde, würde er das wahrscheinlich schlimm finden. Das ist aber nur eine Vermutung von mir. Ich finde das tatsächlich auch ein bisschen seltsam. Es geht ja dann am Ende auch wieder nur um einen Punkt mehr. Nämlich, ob ich jetzt den Unterschied, ob ich einen Punkt mehr habe oder 2 Punkte mehr. Die Differenz davon ist auch ein Punkt, um den es dann geht, der den Unterschied zwischen Unentschieden und Sieg ausmacht. Also die Differenz bleibt irgendwie gleich, um die es geht, wo es sich entscheidet, gewinne ich oder gewinne ich nicht. Nur, dass es sich irgendwie blöd anfühlt, ist erst mit 2 zu gewinnen. Wenn ich es mit einem gewonnen habe, dann habe ich ja auch also einen Punkt mehr als der Gegner, und ich gewinne die Mission aber nicht. Wenn ich mit 2 Punkten gewinne, dann habe ich einen Punkt mehr, als wenn ich einen Punkt mehr gehabt hätte. Also auch nur ein Punkt Unterschied zur vorherigen Situation, aber dann habe ich die komplette Mission gewonnen. Es ist irgendwie so ein Zwitterding. Ich verstehe die Intention.
dass es jetzt vor allem beim Mahlstrom, das war ja auch meine Argumentation letztes Mal, beim Mahlstrom ist so dermaßen swingy irgendwie, dann zieht man irgendwie nochmal in der letzten Runde zwei Punktekarten und holt damit einen 3-Punkte-Rückstand auf und liegt auf einmal einen Punkt vorne und gewinnt das Ding, obwohl das den Spielverlauf völlig auf den Kopf stellt. Also weil die Karten einfach so dermaßen unberechenbar sind. Deswegen finde ich es im Mahlstrom nachvollziehbar. Bei Eternal War finde ich es weniger nachvollziehbar, aus dem Grund, dass die Eternal War-Missionen an sich schon relativ berechenbar sind. Also jetzt gerade die progressiven, da wo man jede Runde scoret, da kann man sich ja schon ziemlich genauen Plan machen und sehr genau auch vorausplanen, wie viele Punkte werde ich diese nächste und übernächste Runde machen, welche muss ich dem Gegner verhindern, um am Ende einen Punkt mehr zu haben. Jetzt muss ich halt überlegen, wie es ist, 2 Punkte mehr zu haben. Ich meine, der Unterschied für Spiel ist nicht viel größer, außer zum Beispiel bei so Sachen wie diesem Four Pillars, das ja irgendwie so ein bisschen ITC-mäßig ist, wo man mehr Marker halten soll und mehr Killpoints machen, wo es eigentlich erstmal darum geht, so das Ding ausgleichen, damit beide null haben oder halt in einer Runde einen mehr machen oder sogar zwei mehr machen. Und da kann man halt sehr genau auf einen Punkt Unterschied planen. Jetzt muss man auf 2 Punkte Unterschied planen. Das ist da schon wesentlich schwerer zu erreichen. Das heißt, wenn man die Mission dann mit 2 Punkten gewinnt, dann hat man sie auch relativ deutlich gewonnen. Und das scheint ja so ein bisschen auch die Intention der TTM zu sagen, okay, wir wollen, dass Missionsgewinn deutlicher ist. Das ist, ja, ist eine strategische Entscheidung. Ja, es ist ein bisschen kontraintuitiv, finde ich. Also da es immer noch irgendwie ein Sinn bleibt, aber dann erst ab 2 Punkten. Ja, ich glaube, das fühlt sich dann schlecht an, wenn man mit einem Punkt Unterschied eine Mission gewinnt und damit halt quasi beim Unentschieden landet. Das ist die Änderung. Das wird auch so auf dem Baltic Cup gespielt werden. Ich habe selbst bisher, glaube ich, ein Spiel damit gemacht, da wurde ich aber dermaßen von der Platte geputzt, dass es keine Rolle gespielt hat. Deswegen kann ich das selbst jetzt noch gar nicht so einschätzen, wie das auf der Platte quasi ist. Aber es ist echt eine klitzekleine, ganz große Änderung, die da gemacht wurde und die das Ganze eher wieder in Richtung Matrix schiebt und weg aus der Sonnenrichtung. Das ist das Stichwort. Da möchte ich gerne ein Feedback aufgreifen, das wir auch per Mail bekommen haben von Björn, vom Duderus Mergrulerich, der das mal sehr nüchtern analysiert hat. Das fand ich eigentlich einen ganz spannenden und epischen Beitrag, den er hier uns zur Verfügung gestellt hat. Er sagt halt einerseits, es gibt zwei Möglichkeiten, Turniere oder Spiele zu bewerten. Na, erstmal Turniere zu bewerten. Das eine ist, wenn man sagt, ich möchte, dass Siege mehr wert sind als Niederlagen. Das wäre ein Sonnensystem logischerweise. Oder ich möchte, dass die Gesamtleistung quasi mehr wert ist. Also dass auch zwei hohe Siege mit einer Niederlage 3 knappe Siege ausstechen können. So, dann ist man in einem Matrix-System in irgendeiner Form. Logischerweise. Und da macht es die TTM dann ja auch so über die Matrixen, über die 12er-Matrix, dass halt abstrahiert wird von den Turnierpunkten, also über die Teilmission und dann die 12er-Matrix wird halt gleich Vergleichbarkeit hergestellt zwischen den einzelnen Spielen, auch wenn unterschiedliche Missionen gespielt werden. Und das macht ja auch ganz viel Sinn. Und es ist aber eine andere Philosophie, als zu sagen, Gewinnen ist wichtig. Und Gewinnen ist wichtig bei der TTM jetzt hinsichtlich der Teilmission, aber nicht hinsichtlich des Gesamtspiels. Da geht es darum, möglichst hoch zu gewinnen, weil nur mit einem 12-0 oder 2-12-0 und einem 8-4 oder so kann man sich wirklich oben festbeißen. Während man in einem Sonnensystem auch mit 3 sehr knappen Siegen sehr weit vorne stehen kann. Wenn man bei der TTM-Matrix, was ist denn das Knappste, was man gewinnen kann? Ja, 6-5 geht ja nicht, ne? Das ist dann ist ein 8-4 schon das Knappste? Müsste man mal nachrechnen. Aber mit 3 mal 8, 4 hätte man 24 Punkte. Das ist ungefähr so viel wie 2 12 Nulls. Das ist so viel wie 2 12 Nulls und 1 0 12. Und damit würde man halt gleich dastehen. Und in der Sonnenmatrix würde man das einfach,
hätte man drei Siege anstatt zwei Siege. Also das ist eine ganz andere Philosophie. Das ist eine Grundsatzentscheidung letzten Endes. So sagt der Björn es auch. Ne? Also will ich, dass Gewinn mehr wert ist oder will ich, dass Hochgewinn mehr wert ist? Die TTM hat sich da so entschieden. Bei der ITC ist es ganz klar, dass das Gewinn mehr wert ist und dann alles weitere regelt sich dann über die Tiebreaker-Punkte. Bei Aspelica ist es ein bisschen gemischt. Das fand ich einen wichtigen Punkt von Björn auch, dass er sagt, bei der ITC ist es halt auch deswegen ganz okay, dass man keine Matrix hat, weil es in jedem Spiel die gleiche Anzahl von Punkten zu erreichen gibt. Also jeder kann 6 Punkte für Haltemarker, 6 Punkte für Haltemehrmarker, 6 Punkte für Töte was und 6 Punkte für Töte mehr und 12 Punkte für die eigenen Sekundärmissionen erreichen. Das heißt, es gibt jede Runde genau so viele Punkte. Und der Gegner kann in jeder Runde auch genauso viele Punkte machen. Und die Differenz ist dann begrenzt. Und es ist aber auch klar, wenn ich selber irgendwie 50 Punkte gemacht habe, dann habe ich einen extrem hohen Sieg eingefahren. Selbst wenn der Gegner 40 Punkte gemacht hat, kann er dann gar nicht. Wenn ich 50 Punkte gemacht habe, habe ich einen sehr hohen Sieg und habe auch einen sehr guten Tiebreaker. Aber dadurch, dass es eine feste Punktanzahl gibt, also ist die Matrix quasi schon im Missionsdesign angelegt. Ich gewinne halt innerhalb dieser Matrix. Und dann ist ein so ein System eigentlich auch folgerichtig. Während das jetzt bei den TTM-Missionen, es ist halt in jeder Mission unterschiedlich, wie viele Punkte erzielt werden können. Das heißt, man muss irgendwie abstrahieren und umrechnen. Das sorgt dann halt auch dafür, dass eine Matrix dann auch irgendwie ein bisschen folgerichtig ist. Gut. Das fand ich einen ganz wertvollen Beitrag, das einfach auch mal so aufzubereiten. Ars Bellica ist da ein bisschen Twitter-mäßig unterwegs, sagt er auch. Einerseits ist es wie bei ITC, es gibt eigentlich genau gleich viele Punkte pro Spiel zu erreichen, aber die haben es trotzdem irgendwie in eine Prozentmatrix umgemünzt, was dann dazu führt, dass man halt doch irgendwie ein Matrix-System hat, in einem System, wo es aber doch dieses eher ausgeglichene Spiele auch gibt, also wo es sehr schwer ist, deutlich zu gewinnen. Und dann mit der gedeckelten Matrix, also so ein bisschen so ein Mittelwesen aus diesen verschiedenen Möglichkeiten daran zu gehen. In jedem Fall ist also erstmal so als nüchterne Analyse, ich lasse jetzt mal seine Meinung da auch raus. Ich fand halt erstmal die Analytik daran ganz interessant und auch sonst, was so an Rückmeldung zum ganzen Thema kam, ja, sehr kontrovers, sag ich mal, so wie wir eigentlich ja auch diskutiert haben hier im Podcast selber. Es gibt da einfach starke Befürworter bestimmter Systeme. Also manche sagen dann einfach, Sun ist einfach blöd. Ich will um jeden Punkt quasi innerhalb einer Matrix kämpfen können. Es ist irgendwie auch wichtig, 4 Turnierpunkte zu erzielen. Es geht nicht immer um das Winner takes it all quasi. Andere sagen, ja, wie Sebastian ja auch so, wenn ich ein Spiel gewinne, dann will ich auch gewinnen. So, dass das eigentlich das ist, worum es geht. So Analogie zum Fußball natürlich lädt dazu immer ein. Das so das. Und ja, wir haben da jetzt auch keine Lösung für. Ich finde es interessant, dass TTM da nochmal beigegangen ist, jetzt noch vor dem Mid-Season-Update quasi. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Persönlich bin ich da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits denke ich immer, ja, also Gewinnen ist schon irgendwie, sollte schon das Ausschlaggebende sein. Ich war auch, TTM hat ja einmal in Berlin dieses Zoom-Turnier gemacht, beim Mob, ich weiß nicht welchem. Das war noch in der letzten Saison, da wurde es mal so experimentell nach Sieg, Unentschieden, Niederlage gewertet. Das fand ich, war total interessant. War ein ganz anderes Spielen auch. Und ich weiß auch, dass ich da irgendwie immer unentschieden, sogar zweimal, glaube ich, unentschieden gespielt habe, was dann in dem System auch ganz, ganz witzig war. Weil es, ja, letzten Endes, ich glaube, da war ein Sieg so fußballmäßig 3 Punkte wert und unentschieden 2 oder war es anders. Naja, auf jeden Fall war es ein ganz anderes Turnierfeeling. Also dieses, man kämpft wirklich, also gerade wenn man so auf diesem Unentschieden-Niveau unterwegs ist und es wirklich darum geht, so, ach, kann man noch diesen einen Punkt mehr machen und das Ding dann doch noch nach Hause fahren. Also nervenkitzelmäßig ist ein Sun, glaube ich, stärker
Also das erhöht natürlich auch den Ärger, wenn es nicht klappt. Und so war ja meine Position auch beim letzten Podcast, so dieses der Nervenkitzel an diesem, oh, ich muss noch diesen einen Punkt machen, den mag ich in der aktuellen TDM-Matrix, oder mochte ich in der aktuellen TDM-Matrix auch sehr gerne. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit den zwei Punkten ist, ob das einfach schon ein ganz anderes Gefühl ist, ob ich mit zwei Punkten gewinnen muss oder nicht. Ja, muss man aber, glaube ich, alles erstmal ein bisschen ausprobieren, reinschauen. Wir haben auf jeden Fall sehr interessiert das ganze Feedback dazu gelesen und die Diskussionsbeiträge. Als höchst interessant. Wir werden bestimmt mal weiterhin solche Themen aufrufen und auch dieses Thema wird ja definitiv weiter in der Diskussion bleiben. Ganz glücklich machen wird man, glaube ich, nie jemanden können oder nie alle können. Manchen wird Sun einfach nie gefallen, manchen wird Matrix nie gefallen, manchen wird Prozent nie gefallen. Andererseits haben wir jetzt auch in Deutschland aktuell mit dem ITC-System, mit Arsbellica und mit TTM irgendwie für jeden was im Angebot. So kann man es ja auch sagen. Ne? Wenn ich unbedingt Sun spielen möchte und nichts anderes für mich geht, dann muss ich ITC spielen. Da habe ich Sun. Wenn Matrix für mich wichtig ist, dann kann ich TTM spielen und wenn Prozent mein Herz höher schlagen lässt, dann spiele ich Arsbellica. So kann man es ja auch sehen. So viel erstmal dazu. Wenn Sebastian wieder da ist, schnacken wir da sicherlich auch nochmal drüber. Das macht auch definitiv mehr Spaß, wenn man zu zweit. Ja, als nächstes haben wir dann den Blick auf die neuen Releases. Da steht natürlich vor allem Vigilus Ablaze im Fokus. Das zweite Vigilus-Buch quasi, wo es jetzt einzig und allein um Chaos geht. Abaddon ist zurück. Ja, fürs kompetitive Spiel steckt da eine ganze Menge drin. Ich bin kein Chaos-Experte und ich kann das auch überhaupt nicht alles abdecken und ich werde hier auch kein Review machen. Da könnt ihr in die einschlägigen YouTube-Kanäle gucken. Aber so einen kleinen Kommentar können wir, glaube ich, schon leisten. Und ja, neben dem Fakt, dass Abaddon jetzt irgendwie ein neues Modell hat und so groß wie Gulliman quasi auf dem Feld steht, auch völlig zu Recht, sind da natürlich vor allem diese ganzen Formationen drin, die wir ja aus dem ersten Vigilus-Buch schon kennen, wo jede Armee irgendwie ein bis vier oder fast alle Armeen ein bis vier Specialist-Detachments bekommen hat. Jetzt haben wir hier, ich habe sie gar nicht gezählt, aber gefühlte 48 Specialist-Detachments nur für Chaos. Dazu gibt es neue Regeln für die Black Legion, folgerichtigerweise, und Regeln für Renegade Chapters. Das Ganze schraubt, glaube ich, Chaos wieder eine ganze Stufe hoch im Meta. Also aktuell ist es ja schon irgendwie so, dass die einzige oder das Grundkonzept, das bei Chaos im Moment funktioniert, irgendwie so Plaguebearer mit wahlweise Zangor-Bombe oder Bloodletter-Bombe oder Pink Horror Bombe ist oder alles davon. Und dazu halt Smite Spam. Und das ist ein relativ eindimensionales Listenkonzept, aber natürlich trotzdem sehr stark. Und vermutlich führt dieses zweite Vigilus-Buch dazu, dass da wieder eine ganze Menge mehr Konzepte auch möglich werden. Es wird aber auch dazu führen, dass die bestehenden Konzepte wesentlich spielstärker werden. Wir haben ja neue Einheiten. Da ist der Lord Discordant, glaube ich, herauszugreifen, der auf seinem komischen Krabbentier sitzt, quasi so ein Art dunkler Tech Priester, der auch reparieren kann, oder? Ja, der repariert auch, vor allem macht der aber auch Add One to Hit Rolls gegen Fahrzeuge. Oder auf eigene Fahrzeuge. Das ist so eine coole Sache. Und irgendwie dachte ich, macht der auch noch Bewegung besser. Vielleicht habe ich mich da aber auch getäuscht. Ja, ziemlich cooler Typ auf jeden Fall, ein hübsches Modell. Dann gibt es den Dark Apostle und mit dem Dark Apostle auf jeden Fall auch noch eine grundlegende Änderung, denn der Dark Apostle kann Prayer singen, also Gebete singen. Und Gebete sind quasi jetzt ja so ein bisschen wie bei den Sisters of Battle, so eine
eine zusätzliche Buff-Quelle, wie die Gesänge von AdMech oder so, die halt keine Psy-Kräfte sind, aber so ähnlich funktionieren. Die wichtigsten davon sicherlich plus 1 to Wound oder minus 1 to Hit auf eine Einheit. Das ist an sich erstmal nichts Schlechtes. Das wird halt dann dramatisch, wenn man es mit ganz vielen oder den ganz vielen anderen Möglichkeiten für ähnliche Buffs anfängt zu stacken. Und das scheint auch irgendwie so ein bisschen das Prinzip dieser Bücher zu sein. Einfach durch die zusätzlichen Warlord-Trait-Relikte und Stratageme einfach noch mehr Möglichkeiten aufzumachen, Buffs zu stacken. Also ganz grundsätzlich, das haben wir, glaube ich, beim ersten Vigilos-Buch auch schon gesagt, scheint es in der achten immer mehr darum zu gehen, halt irgendwie so die ultimative Combo zu bauen. Also es geht nur um diese Combos, so wie kann ich möglichst viele Buffs stacken, um auf dieses Doppelschießen mit 2 plus to Hit, 2 plus to Wound, mit Rerolls, danach stehe ich mit minus 3 to Hit und 3er Retter und 5er Feel No Pain mit 1er Rerolls auf der Platte und verteile am besten noch Mortal Wounds in 6 Zoll auf Sechsen oder so. Diese Kombos sind, glaube ich, der Zweck von den Vigilus-Büchern bisher. Und Chaos ist da, glaube ich, ganz gut mit bestückt. Ich werde das auch nicht alles rausfinden, also A, weil ich mich nicht auskenne und B, gibt es das schon zuhauf auf YouTube und auf den einschlägigen Kanälen. Aber es gibt halt schon so ein paar Dinge. Jetzt kann man mit Chaos auch so einen richtigen schönen Smash Lord bauen, der dann auch mit plus 2 to Wound durch die Gegend läuft, sich irgendwo reinportet. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten für First-Turn-Charges. Es gibt vor allem halt diese neue Buff-Quelle mit den Prayers. Und dann gibt, also ich habe es hier mal aufgeschrieben, über was für Elemente man Buffs stacken kann, also bei Chaos. Ja, über das Demon-Keyword, dann über das Mark of Nurgle, Mark of Tzeentch und so weiter. Dann hat man ein Stratagem, mit dem man quasi so gilt, als wenn man alle Marks auf Chaosgötter hat. Dann gibt es das Heretic Astartes Keywords, dann gibt es Legion Traits, dann gibt es Psy-Kräfte noch und nöcher, die manchmal auf Heretic Astartes, manchmal auf Dämonen und so weiter wirken. Dann gibt es die Auren, die jemand eh mitbringt, so to Hit Rerolls von Abaddon, hast du nicht gesehen. Dann gibt es Stratageme, dann gibt es Warlord Traits, dann gibt es Relikte und dann gibt es auch noch diese Gebete, diese Prayers. Und ich glaube, kein Regelschreiber dieser Welt kann alle möglichen Kombinationen dieser verschiedenen Buff-Quellen quasi selbst abdecken, gedanklich. Und Leute werden halt einfach die verrücktesten Dinge bauen. Das ist, glaube ich, gar nicht zu verhindern. Und der zweite Trend ist die Out-of-Sequence-Actions. Also da ist jetzt auch hier dieses Stratagem drin, dass man am Ende der gegnerischen Bewegungsphase einmal schießen kann. Das ist also quasi ein besseres Abfangen, das natürlich auf einer eh schon beschussstarken Einheit wie Obliterators oder Noise Marines oder so richtig, richtig stark ist. Und halt auch dazu führt, dass der Gegner sehr genau überlegen muss, was er tut, wo er sich hinbewegen will. Und auch gerade für Leute, die halt in 9 Zoll Deep Striken wollen oder so, ist das, ja, dann macht man seinen Deep Strike mit einer vielleicht sehr, sehr zerbrechlichen Einheit, wie zum Beispiel Genestealer-Kult-Akolyten und möchte sich irgendwo festknipsen. Man wird aber erschossen. Ich meine, das ist auch nichts Neues. Elder können das sowieso. Sogar Space Marines können das irgendwie. Aber ja, jetzt können Chaos das halt auch. So. Und ja, dann diese zusätzlichen Plus-to-Wound, Geschichten, ja, das kann man dann auch wieder stacken mit Veterans of the Long War, dann hat man auf einmal plus 2 to Wound und das ist halt schon richtig garstig. Dann ist man bei vielen Sachen und Waffen dabei, halt Ritter auf die 2 zu verwunden. Oder das minus 1 to Hit, wenn man jetzt mal so eine große Einheit Plaguebearer nimmt, die sind eh schon minus 1 to Hit, wenn sie über 20 sind. Dann sind die minus 1 to Hit durch Miasma of Pestilence Psy-Kraft und dann nochmal minus 1 to Hit durch so einen Gesang. Und dann kriegen die noch einen 4er Ritter durch ein Stratagem
Und dann kriegen die noch Cursed Earth oder so. Und dann haben die, ich weiß nicht, ob man damit einen Dreierretter bauen können, also die neue Psy-Kraft Cursed Earth. Und dann hat man eine Einheit stehen, die einfach unkaputtbar ist quasi. Und fünfmal viel No Pain hat natürlich. Ja, also diese Dinge lassen sich auf jeden Fall damit bauen. Das Elegante finde ich an den Formationen oder diesen Specialist Detachments, dass man halt nicht immer alles gleichzeitig bekommt. Man muss es über ein CP freischalten und man muss, es funktioniert immer nur auf bestimmte Einheiten. Und man kann halt nicht auch noch viele, viele Specialist Detachments im selben Detachment stacken. Also das ist schon irgendwie eine Beschränkung eingebaut, ohne die das, glaube ich, völlig absurd werden würde. Genau, dass das Kombos bauen wird man damit wie blöde können und die Frage ist dann halt immer, wie zuverlässig ist so eine Kombo-Kette? Also enthält es Psy-Kräfte, die man verkacken kann? Enthält es Stratageme, die einem gewettet werden können? Oder kann der Gegner irgendwie anders intervenieren in meine eigene Kombo-Kette? Oder ist es halt super zuverlässig, wie das Doppelbewegen vom Schwarmherrscher zum Beispiel? Ja, das ist einfach eine Fähigkeit, die hat der, da kann niemand dazwischen funken. Und wenn ich aber jetzt, um auf hier 2 plus to hit, 2 plus to wound, mit Reroll alles zu kommen, 2 Psy-Kräfte und ein Stratagem brauche, dann ist es halt anfälliger. Geht einfach nicht hundertprozentig durch. Hier ist das Punishing Wally. Das benutzt man am Ende der gegnerischen Bewegungsphase auf eine eigene Einheit und die kann dann so schießen, als wäre es die Schießphase. Das können werden Chaos Lords, Warpsmith, Havocs, Obliterators. Ja, also auch da, ne, es ist durch diese Specialist Detachments auch begrenzt. Also in diesem Fall kommen dafür halt in Frage die Havocs oder die Obliterators. Die können das halt machen und die können das halt auch ziemlich gut machen. Aber es geht halt zum Beispiel nicht auf eine 20er Einheit Noise Marines. Oh, das wäre halt noch garstiger. Wobei das auf Obliterators auch ganz schön garstig ist. Gehe ich da jetzt durch? Ich glaube nicht. Also das ist extrem viel Zeug hier. Es gibt Specialist Detachments für Demon Engines. Es gibt was für Raptors. Also das Host Raptorial ist, glaube ich, nochmal ganz gut. Da gibt es einen Warlord-Trait, der gibt plus 2 auf Charge Rolls in 6 Zoll. Das ist einerseits cool, wenn man sich so einen Smash-Lord baut, der dann selber irgendwie hart chargen kann und dann Mark auf Korn kriegt und doppelt zuschlagen kann. Das ist aber natürlich auch cool. Das können alle Jump-Pack-Einheiten können das bekommen. Kriegen dann plus 2 auf Charges, dann ist es halt ein 7 Zoll Charge, das ist schon ziemlich zuverlässig. Und dann kriegt man noch für 1 CP Reroll Hit Rolls, wenn die angekommen sind. Also das ist schon richtig stark. Ein paar Sachen sind mir noch aufgefallen, aber ich habe sie nicht markiert. Bam, bam, bam. Legion of Skull, war das irgendwie interessant? Weiß nicht. Also, guckt euch irgendwie Reviews dazu an. Die Leute finden schon die beklopptesten Kombos. Vielleicht noch kurz ein Wort zu Black Legion, die jetzt auch eigene Legionsregeln bekommen. Das ist der Legion Trait des Black Crusaders. Add 1 to Leadership Characteristics. In addition, if a unit with this trait advanced, it treats all rapid-fire weapons as assault weapons. Das ist ganz gut so auf Boltern und auch ganz gut auf Kultisten zum Beispiel. Die dadurch einfach ein bisschen... Also nee, Kultisten bekommen das nicht. Okay. Dann kriegt die Black Legion natürlich auch, wie hier das andere Buch, zumindest 8 Stratageme. Was haben wir da Schönes? Da ist nämlich dieses Strategie, dass man quasi alle Marks of Chaos gleichzeitig bekommt und dadurch kann man natürlich dann Buffs ohne Ende auf einer Einheit stacken. Das ist
Also es öffnet einfach Tür und Tor dafür, dass man Slanesh-Sachen, Nurgle-Sachen, Siege-Sachen, alles auf dem Haufen und die ganzen Psy-Kräfte, die nur darauf gehen und so weiter. Also da kann man dann eine richtige Terror-Einheit bauen. Ja, dann halt mehr Relikte, ist klar. Add one to attack characteristics ist eine ziemlich gute Sache. Ja. Und das ist und noch mehr Warlord Traits verteilen. Also es gibt hier ganz nette Dinge. Aber wie gesagt, ich habe auch viel zu wenig Ahnung von Chaos, um das wirklich einschätzen zu können. Dann gibt es die Renegade Chapters. Da gibt es jetzt halt Regeln für Red Corsairs, Crimson Slaughter, The Purge, The Scourged, Brazen Beasts und Flawless Hosts. Da sind Red Corsairs auf jeden Fall interessant. Die geben zusätzliche Command Points, wenn die im Detachment sind. Das ist eine ganz coole Sache, um Command Points, also nicht zu farmen, sondern einfach direkt mehr mitzunehmen. Und The Brazen Beasts fand ich auch noch ganz interessant. Der Trade ist quasi Rending. Und das ist natürlich dann geil, wenn man da noch ein... Also Wound Roll of 6 Plus gibt AP-4. Wenn man da dann Veterans of the Long War und diesen Gesang mit plus 1 zu Wound drauf macht, dann macht man das halt auf die 4 Plus. Und dann sind halt auch 20 Kultisten ganz schön garstig. Gute Sache so. Also dann verwunden die einen Ritter auf die 4 Auto-Wound. Der hat dann auch gar keinen Retter mehr. Also Retter hat er im Nahkampf ja eh nicht. Dann würden 20 Kultisten, dann holt man noch irgendwie zusätzliche Attacken irgendwo her. Und verwunden die den auf die 4 und das geht alles durch. Ja, sehr coole Sache. Ja, das sind die Sachen. Da steckt bestimmt auch noch eine ganze Menge mehr drin. Aber das kann man sich sicherlich auch an anderer Stelle abholen. Ich werde da keinen großen Review jetzt draus machen. Jo, was bleibt? Vielleicht noch ganz aus persönlicher Perspektive werde ich jetzt vor dem Baltic Cup noch ein bisschen anfangen, andere Sachen auszuprobieren als die Harlequins, einfach um mich da nicht zu festzufahren. Also zum einen, weil ich das Gefühl habe, mit den Harlequins ist halt jedes Matchup ein toughes Matchup. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hier. Und das ist halt, ja, macht mega Spaß, aber ist immer super anstrengend. Und das auf 5 Spiele durchzuhalten auf einem Turnier, also auch auf Turnierniveau, ist halt, macht mir Sorgen. Und es ist halt, ja, ich glaube auch, ich habe sie jetzt drauf, die Armee, und es macht Sinn, sich jetzt gedanklich nicht darauf festzufahren, sondern auch nochmal zu gucken, was steckt jetzt auch im Genestealer-Kult drin, was steckt in den Kombos mit Tyranniden drin, da ein paar Dinge auszuprobieren, weil ich weiß, zur Harlequin-Liste kann ich jederzeit zurück, die kann ich ganz gut spielen, da kann ich auch jederzeit mit losfahren. Aber jetzt ist quasi die Woche, oder wahrscheinlich werden es ja sogar 2 Wochen bis zur Regel-Deadline, nochmal nutzen, um Dinge auszuprobieren, zu gucken, ob da nicht doch irgendwas drinsteckt, was auch einfach mega Spaß macht und stark ist. Also mein Gefühl ist, dass der Genestealer-Kult halt auch echt Potenzial hat. Gerade was so Kombination mit Tyranniden angeht. Aber da experimentiere ich, da werdet ihr sicherlich jetzt auch noch die ein oder andere Aufnahme, Zielübung oder Hackabend sehen können. Mal schauen, wie das geht. Was bleibt mir sonst zu sagen? Erstens, dass das eine ganz kurze Folge ist. Ich habe jetzt gerade die Stundenmarke, sehe ich hier, gerade die Stundenmarke geknackt. Ja, alleine machen ist komisch, macht auch nicht ganz so viel Spaß. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen anders zum Zuhören. Zu zweit hat man doch irgendwie eine andere Dynamik. Ja, ich hoffe, das müssen wir nicht allzu oft machen, so alleine. Ansonsten hole ich mir halt irgendwie jemanden dazu. Ansonsten der abschließende Werbeblock. Liked uns auf Facebook, liked uns auf YouTube, liked uns auf, ich weiß nicht wo, man überall liken kann und sharen und weiß ich nicht, iTunes, Spotify, dies, das.
Ja, checkt den Patreon aus, lasst uns ein paar Euros da. Das ist auf jeden Fall gut, weil wir jetzt gerade auch doch noch mal ein bisschen investiert haben, um die Streams oder die Aufnahmen vielmehr auch sound- und bildmäßig ordentlich hinzukriegen, dass das auch irgendwie ein Genuss wird und nicht einfach nur erträglich ist, dass das. Ansonsten freue ich mich, wenn in 2 Wochen Sebastian auch wieder mit dabei ist. Und dann machen wir, denke ich mal, Baltic Cup Vorschau. Mal gucken, was wir da noch machen können, um den Hype nochmal so richtig anzufeuern. Vielleicht sprechen wir mit dem einen oder anderen nochmal. Auf jeden Fall werden wir auf unsere Listen gucken, werden auf die Missionen gucken, werden auf Matchups gucken, werden auf das Meta gucken, werden wahrscheinlich auf das FAQ gucken. Also da wird es definitiv eine ganze Menge zu erzählen geben. Für heute bin ich erstmal raus. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch, dass es auch Spaß gemacht hat. Ich bin raus. Tschüss.